Deine Erfolge haben uns hierher gebracht, mein Freund. Der Tempel ist vollendet. Und wir sind bereit für unseren größten Feldzug. Entspanne dich erstmal. Und sieh zu, wie meine Netrunner tanzen durchs Netz des Cyberspace. Von dort drinnen beherrsche ich die Welt. Fangt an! Willkommen in der orbitalen Verteidigungsmatrix der globalen Defensivinitiative. Die Welt. Wo soll ich zuschlagen? Wo fühlt die Welt am schmerzhaftesten die Klinge des GDI-Verrates? Du hast so viel dazu beigetragen, der Bruderschaft diesen Sieg zu erkämpfen. Diese Wahl, mein Freund, überlasse ich dir. Hier im UN-Gebäude haben die verärgerten Staatschefs der G7-Länder heute formell jede Beteiligung an der Katastrophe dementiert, bei der am vergangenen Dienstag der Eiffelturm in Paris zerstört wurde. Die Zahl der Toten bei diesem beispiellosen Desaster überstieg heute die 700er-Grenze, als Rettungstrupps und UN-Mannschaften bei ihrer Suche nach Überlebenden 14 weitere Leichen aus den Trümmern zogen, die noch vor kurzem das berühmteste Wahrzeichen von Paris bildeten. Der französische Präsident Henri Prichard, der sich zur Zeit der Katastrophe in London befand, beteuerte erneut seine Unterstützung für die Vereinten Nationen trotz wachsenden Widerstandes gegen die Politik der globalen Defensivinitiative. Er bezeichnete den Zwischenfall als, Zitat, unvorstellbar schrecklichen Unfall. Der Kommandeur der GDI-Streitkräfte, General Mark Shepard, sagte heute früh in Begleitung von US-Generalbundesanwältin Nancy Griffiths vor einem Anhörungsausschuss des Senats aus. Shepard, einst der Sunnyboy auf dem Parkett der internationalen Diplomatie, schrumpfte unter den Fragen der aufgebrachten Senatoren sichtbar zusammen, die immer wieder Erklärungen für die Vernichtung des historischen Bauwerks forderten. Zerstört wurde aber auch der Glaube an so etwas wie Sicherheit im Zeitalter der modernen Hightech-Kriegsführung. Shepard bot zu seiner Verteidigung weder Entschuldigung noch eine Erklärung.